Ein 2:2 in letzter Minute. Reden wir erstmal über die entscheidende Szene, den Elfmeter in der Nachspielzeit. Wie haben Sie das gesehen? Ja, ich will rauskommen, sehe, ich komme nicht hin, ziehe komplett zurück. Ich glaube, ich rutsche dann so ein bisschen auf den Knien und er hebt dann einfach nur ab. Ich berühre ihn nicht, meiner Meinung nach. Also so habe ich es empfunden. Und ich glaube, der Spieler wusste ganz genau, so wie er reagiert hat, dass er da eine schöne Schwalbe gemacht hat. Warum der Schiri dann den Spieler nicht fragt oder der Linienrichter nicht was sagen kann, ja, dann müssen sie den Schiri selber fragen. Kommen wir noch zu einer anderen Szene aus der ersten Halbzeit. Auch da kurz vor der Pause, kurz vor dem Halbzeitpfiff, da sind Sie mit dem Gegenstürmer zusammengeprallt. Wie geht es Ihnen nach der Aktion? Ist was Schlimmeres passiert? Ja, alles gut. Da brummt ein bisschen der Schädel, aber da ist jetzt nichts weiter. War ein klassischer Zusammenstoß. Ich glaube, es war auch nicht mit Absicht. Er sieht mich gar nicht. Und ja, da ist alles gut. Startelfdebüt, direkt ein Tor. Wie fühlt sich das an? Haben Sie es schon realisiert? Also ich habe es noch nicht ganz realisiert. Es ist immer noch ein sehr schönes Gefühl, aber leider noch in der letzten Minute so einen Kackelfmeter bekommen. Kann man nichts machen. Schiedsrichter hat entschieden, müssen wir jetzt so hinnehmen. Ist jetzt nur ein Unentschieden gewesen. Wäre natürlich besser gewesen, wenn es das Siegtor gewesen wäre. Aber naja, kann man nichts machen, müssen wir so akzeptieren. Sie sagen schon, in der letzten Minute noch einen Elfmeter kassiert. Ansonsten wären Sie sogar der Matchwinner gewesen. Haben Sie es schon mal erlebt, dass Sie ein Spiel allein, nicht alleine, aber dass Sie ein Spiel mitentschieden haben? Nee, bis jetzt noch nicht. Deswegen wäre es auch. Ich habe noch gezittert und ich habe noch gebetet, bitte lass das Spiel jetzt einfach so zu Ende gehen und lass es uns gewinnen. Aber naja, müssen wir jetzt so hinnehmen und akzeptieren und ist schade. Gut, zum Abschluss noch die Frage: Was sind jetzt noch Ihre persönlichsten Ziele für die Saison? Mehr Spielpraxis sammeln, nochmal in der Startelf stehen. Was nehmen Sie sich vor? Ich versuche jetzt erstmal so weiterzumachen. Ich hoffe natürlich, dass ich nochmal in die Startelf komme und nochmal mehr spiele. Aber so ist erstmal alles schön und gut. Ich nehme es so hin und ich hoffe, es wird besser und steiler für mich.